Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen, sozialen Experiment. Wie ihr wisst, habe ich schon vor etwas längerer Zeit Videos hochgeladen, wo ich, schaue, wie in den Stars der Spieler sind und ihnen irgendwelche Fragen stelle, die man eigentlich als erfahrener Spieler wissen könnte. Ich habe die letzten Folgen mit meinem zweiten Account gemacht und es wurde mir dann auch privat gesagt, hey, es kann doch sein, dass die Leute dich erkennen und nur deshalb nett antworten, weil sie vielleicht wissen, dass du aufnimmst oder weil sie sich denken könnten, dass du aufnimmst oder einfach nur, weil du eine Person bist, die Videos machen. Und ich habe darüber nachgedacht und dann kam mir eine Idee, ich könnte ja mal gucken, wie das Ganze ist, wenn Person die Leute fragt, die jetzt nicht von Videos gekannt wird. Und deshalb habe ich mir meine Freundin Clara geschnappt, die ihr jetzt auch hier neben mir seht. Nicht wundern, ich mache die Anmoderation gerade im Nachhinein. Deswegen hörte sie jetzt nicht. Und wir haben das vor knapp einer Woche aufgenommen, das Video. Wie gesagt, ich habe mir meine Freundin Clara dazu geholt. Und ich werde jetzt Leute was fragen. Und Clara wird dann eine Zeit später die Leute was Ähnliches fragen. Und wir gucken mal, ob die Leute anders reagieren, wenn ich sie frage, als wenn Clara sie fragt. Ich möchte auch vorher nochmal sagen, wir haben jetzt nicht so viele Leute gefragt, weil es unglaublich viele Spieler in StarStable gibt. Aus dem Grund kann man das Ergebnis jetzt nicht auf alle Spieler beziehen, sondern wirklich nur auf eine kleine Anzahl von Spielern. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass das Ganze nur zur Unterhaltung und zum Spaß dient und niemanden irgendwie bloßstellen soll, dass jetzt Leute irgendwie schreckliche Unmenschen sind, wenn sie jetzt vielleicht nicht nett antworten oder überhaupt nicht antworten. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Thank you.
So Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich weiß, wie bereits am Anfang gesagt, wir haben es nicht so viele Leute gefragt, weswegen das Ergebnis jetzt nicht wirklich ausschlaggebend ist, weil natürlich, wir konnten auch nicht wissen, wer mich jetzt kennt und es gibt sehr viele Leute, die mich auch nicht kennen und ja, deswegen bin ich überhaupt froh, dass wir 2 bis 3 Leute getroffen haben, von denen wir wissen oder gewusst haben, dass sie dann meine Videos kennen bzw. meinen Kanal kennen. Und trotzdem finde ich die Reaktion schon ziemlich krass, auch dass die eine Person mir die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, obwohl wir nett und höflich gesagt haben, dass wir jetzt gerade keine Zeit mehr haben, weil wir dann eigentlich die nächste Person suchen wollten. ja, also sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt, aber trotzdem, wie gesagt, finde ich das Ergebnis auf jeden Fall interessant. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ob alle Leute euch freundlich begegnen oder ob Leute euch auch schon mal blöd gekommen sind, wenn ja, ihr sie in etwas gefragt habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.